Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und ich möchte euch frohe Weihnachten wünschen, denn jetzt haben wir fast das gesamte Jahr rum, das Fest der Liebe steht an und damit auch der letzte Buchstabe. Und den will ich gar nicht versteckt mehr zeigen, sondern der ist hier zu finden. Wer nicht von Anfang an dabei war, der kann hier nochmal alle unsere Videos nachschauen. Hier sind die Videos in einer Playlist zu unserem Weihnachts-Advents-Video-Special zusammengefasst. Und im Adventskalender gab es eben 24 Buchstaben. Diese 24 Buchstaben, die bilden ein juristisches Wort. Und das könnt ihr uns schicken, noch bis zum 30.12. Und im Januar kommt dann irgendwann die Auflösung. Und was ihr gewinnen könnt, das haben wir im ersten Video schon gezeigt, nämlich einen Video mit mir zusammen. Entweder ihr kommt hier nach Köln oder ihr schickt mir die Fragen, wo ich jedenfalls nur eure Fragen exklusiv beantworte. Einige haben uns schon geschrieben, einige haben schon mitgemacht und gerätselt. Bislang war noch keine richtige Antwort dabei. So viel kann ich schon verraten. Aber ein ganz interessanter Begriff, den es so möglicherweise auch gar nicht in den Wörterbüchern gibt, aber im juristischen Sprachgebrauch ist der ganz bekannt. Das soll es gewesen sein. Heute will ich euch nicht mit juristischen Themen quälen. Also ganz easy, genießt den Tag, genießt die Weihnachtszeit und wir werden auch zwischen den Tagen immer wieder Videos senden, sodass ihr da genügend Stoff habt zum Schauen, falls ihr nichts zu tun habt. Und falls ihr im Urlaub seid, wünschen wir einen schönen Urlaub. Tschüss und bis zum nächsten Mal.